Guten Tag, hier spricht euer Peter Gimm. Heute spielen wir wieder mit dem FC Bayern München in der Bundesliga. Da bin ich mal gespannt. Kann Bayern München weiter gewinnen? Oder wie sieht's aus? Das bin ich mal gespannt, Leute. Und Gnabry kommt heute für Robben rein. Robben kriegt einen Schuss und er kommt für ihn rein. Hummels kriegt heute dafür kommt niemand ihn rein. Und dann die Sache starten wir einfach. Das nächste Spiel in der Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin. Und hoffen wir mal, dass wir das nächste Sieg holen gegen Hertha. Und dann ist es andere. Wenn wir heute einen schönen Sieg machen, sind wir ermessen schon 4 Punkte voraus. Ich habe nur mal geguckt, Leute, was mit Dortmund und sozusagen hat's nicht geschafft, ins Achtelfinale zu kommen, Leute. Hat's nicht geschafft ins Achtelfinale. Oh Mann, Leute. Es wäre dann eigentlich, wenn wir das. Da könnte man sich immer noch in den Arsch speisen, Leute. Warum hämmert das Spiel gegen das DFB-Pokalspiel verloren? Das regt mich immer noch auf, Leute. Aber ein Vorteil war es, Leute, durch das, dass wir das Spiel leider verloren haben. Wir haben wieder ein bisschen zurückgedacht, wie können wir die Mannschaft verbessern wieder. Und so, jetzt haben wir es. Wir haben die Mannschaft wieder verbessert. Und das ist unser Ziel. Das war unser Ziel ein bisschen neu, dass wir die Mannschaft verbessern können. Und jetzt können wir vielleicht. Oh Mann. Ich hätte gern nochmal das Triple gepackt, Leute. Aber dieses Jahr wird es nichts mit dem Triple, Leute. Dieses Jahr wird es nichts mit dem Triple. Da haben wir halt gegen Dortmund halt Pech gehabt. Aber wenn wir so unser Team mit aufbauen, könnte man zumindest ein Double schaffen, Leute. Das ist unser Ziel. Ja, das Double ist immer, geht immer besser. Alle die Mannschaft, alle wir haben jetzt einen Lauf gleich. Unser Team hat sich jetzt auch gefunden, glaube ich, so ein bisschen. Alter Schöne. Alle, wenn wir das noch besser sehen können, machen wir mal, wie es noch schöner aussieht. Das ist einfach den Fuß rangehalten und einfach das Tor gemacht. Diego. Und das war gut, dass wir Diego gehalten haben. Nicht so wie im letzten Let's Play FIFA 18, wo man gleich ziemlich früh verloren. Und da musste man dann das Team ein bisschen umbauen. Jetzt. Das Spiel läuft doch mal. Jetzt läuft's doch besser. Ah, okay. Okay, 2-0, es sieht für einen schönen Sieg.
Martin. Und das war gut. Ich fand es gut, dass man wieder zwei Sechser, zwei defensive Mittelfeldspieler genommen haben. Das war, glaube ich, besser. Ich finde eine stabilere Abwehr, Abwehr mit den zwei defensiven Spielern war als ein bisschen offen wie die alte, wie die neue Taktik. Weil das war, glaube ich, besser, Leute. Das war, glaube ich, viel besser, Leute. James, oh Mann, James. Alles, ich wollte mit dem Kopf, aber er hat es mit der Brust gemacht. Ja. Alter, was ist denn das für ein Kopfball, Alter? Alter, was ist denn das für ein Kopfball gewesen von Xavi Martinez? Alter, nee. Das war ja ein mega Kopfball. Wie hoch er stand, der Xavi Martinez. Alter, guck mal, wie hoch. Alter, wie hoch der steht überall. Und ein schöner Kopfball ins Traum. Und somit führt Bayern 3-0. Die Meisterschaft geht wahrscheinlich nur noch mit Bayern München. Mehr. Ach, Konter. Vom Selke. Ah, schade. Aber macht nichts. Ist halt super. Hado war mal zu unkonzentriert, Leute. Das ist noch das große Manko, was wir noch so haben. Was mir so noch ein bisschen zu unkonzentriert manche spielen. So, wenn man ja gegen AS Rom hat man noch das Gegentor kassiert, Leute. Und wenn man das, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Und 3-0 wäre schöner gewesen. Geh mir nicht reden, nicht diskutieren, weiterspielen. Einfach weiterspielen. Einfach weiterspielen, Diego. Und geh mich nicht diskutieren, einfach weitergehen. Aber ich glaube, wir haben unsere Strategie. Wir haben unsere Strategie gefunden, Leute. Abseits Lewandowski. Ja. Habe ich mir fast gedacht, Leute, dass Lewandowski in Abseits steht. Da haben Tor. Ja, leider. Mann. Aber es. Mann, Domina Lewandowski. Aber Bayern München spielt ihr Spiel nach Hause. Schöner Eckball. So, Bayern weiß natürlich heute einen Sieg. Ist noch die Meisterschaft noch nicht entschieden? Muss man sagen, die Meisterschaft ist noch nicht entschieden.
Die Meisterschaft ist noch nicht entschieden, Leute. Ist noch entschieden, aber klein bisschen vorentscheiden ist es schon. Muss man sagen, klein bisschen vorentschieden wird immer mehr. Sollst du mal wieder ein bisschen unser Ballbesitz ein bisschen arbeiten? Und, oh, aber das Spiel funktioniert. Okay, ob es dann die restliche Saison auch so gut funktioniert wie in den letzten drei Spielen. Alter, was macht das? Alter, das Tor, ich hab's gar nicht, das war gar nicht mehr realisiert, Leute. Hab's ehrlich gesagt gar nicht realisiert. Ich hab's gar nicht mehr realisiert eigentlich, Leute. Oh Mann, Lewandowski war gut gestartet. Ach, quirlig, Alter, quirlig. Ah, zu nah an Tormann, zu nah an Tormann, Leute. Ja, da könnte ich, glaube ich, Leute, auch in der zweiten Hälfte ein paar Spieler rausnehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit, Leute, sozusagen ein paar Spieler rauszunehmen. Dann hätte ich fast sagen, mach mal Müller für Robben. Ribéry. Und dann schauen wir einfach mal, was wir noch in der zweiten Hälfte noch so machen, hätte ich sagen. Oh, Alter, jetzt wird's heftig. Jetzt tun die Fans schon auf Wiedersehen rufen für Hertha. Oh Mann. Ah ja, dann bin ich mal Lewandowski. Ich würde gerne mit Lewandowski nur ein oder zwei Tore noch schießen. Aber ich glaube, uns vielleicht hätten wir jetzt unser neuer Abwehrspieler gefunden. Defensives, unser neues defensives Mittelfeld. Und unsere. Unsere Abwehr, neue Abwehr, die neue Innenverteidiger und dann. Und das nächste Spiel geht gegen Gladbach. Aber jetzt mal eins rum. Was macht beim.
Abseits. Oder? Nein, kein Abseits. Ich habe fast gedacht, es wäre Abseits, Leute. Aber 4-1, Alter. 4-1 bei... Ja, Alter, 4-1, was? Aber was noch, was mal ein bisschen zu überlegen, wie das die Taktik ist, wie sich das rentiert, Leute, so ein bisschen, finde ich. Es ist schon nicht ohne, finde ich. Wenn man sich ein bisschen mit der Taktik noch ein bisschen überdenkt, könnte man. Ja, ist es nicht schlecht, Herr Specht, finde ich, Leute. Es ist nicht schlecht. Ah ja, jetzt machen wir... Okay, jetzt werde ich dir das versuchen, wir auch mit den hohen Steilpässen mal die Abwehr zu überlisten. Ganz vorsichtig. Oh Mann, Robben muss nach Monaten für sich spielen, Robben. Und weiter geht Kimmich. So, jetzt will ich noch was anderes testen, Leute. Auch wenn Erke im Mittelfeldspieler ist, würde ich trotzdem mal im Mittelfeld testen, Leute. Er ist ein linker Mittelfeldspieler, aber ich würde ihn gerne halt mal im Zentrum und testen, auch mal ein bisschen Position mal ändern lassen. Ach, wenn er Zentrumspieler ist. Ja, Teste kann man, weil wir wollen ja ein paar Spieler mal testen. Und wenn Özgat mal von... Wenn ich den Frank von Real Madrid holen krieg, dann haben wir eh im Mittelfeld alles. Divi. Oh Mann, okay, aber... Hey, ich glaube, die können auch nicht so ein zentraler Mittelfeldspieler, der dann nochmal richtig Druck macht vorne. Das könnte auch nicht schlecht sein, also.
aber für Berlin wird es schwer heute wieder. Für Berlin. Ja, Berlin. Ja, Mann. Für Berlin. Für Berlin wird es auch schwer, glaube ich, heute noch einen Punkt zu holen. Oh, noch 3 Minuten plus wahrscheinlich 3 Minuten Nachspielzeit. Ah, die Mitte ist zu, Leute, die Mitte ist zurzeit zu. Ah, da war mein Fehler auf der Außenbahn. Die Außenbahn war frei. Und Kimmich musste den Zoller angreifen oder ihm in der Mitte helfen, unterstützen. Ist aber egal, Leute. FC Bayern München gewinnt hier gegen Berlin 4:2 und holt sich weitere 3 Punkte für die Meisterschaft. Und da bin ich gespannt, Leute. Ja, richtig gespannte Spiele. Es sind wichtige Spiele. So, natürlich wie immer ein bisschen Vorspule. Aber erst noch laden, die Leute. Die ein bisschen trainieren. Dann hätte ich sagen, du mal vorspulen, wie immer ein bisschen. Okay, ab ist halt das Problem zur Zeit. Aber Leute. Au, ja, wir haben hier neue Spieler. Keiner ist so jung. Alles in unserem Spiel, okay. Aber Leute, gegen München Gladbach spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.